Schön, dass ihr da seid. Eine weitere Übung, um sozusagen unseren Geist zu beruhigen, nennt sich die quadratische Übung, wo wir auf 4 einatmen, auf 4 den Atem anhalten, auf 4 ausatmen und wieder auf 4 den Atem anhalten. Einatmen bringt uns ja sozusagen in die Welt. Das ist das, okay, das was ich in die Welt stelle, ist das Einatmen. Oder das, was ich durch meine Kreativität einmal in mir hervorbringe. Das muss noch gar nicht manifestiert sein. Das Einatmen ist, ich habe einen Gedanken, ich habe eine gute Idee. Diese guten Ideen sind in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, sehr, sehr, sehr gefordert und willkommen. Ja, wir brauchen viele dieser kreativen Ideen des Einatmens. Dann kommt die Atempause, diese 4 gezählte Atemanhaltenpause. Was ist das Atemanhalten? Es ist beinahe das, was uns jetzt unfreiwillig geschehen ist, dass wir uns zurückziehen müssen in unsere Häuser, ist da freiwillig. Das Atemanhalten ist sozusagen auf der einen Seite, ich kann jetzt überlegen, in mir habe ich Raum und Zeit. Das ist auch, was wir jetzt zu Hause haben. Wir haben Raum und Zeit, nachzudenken und zu überlegen, ist das, was ich im Einatmen in mir kreiert habe, als Idee, ist das überhaupt sinnvoll, in die Materie gesetzt zu werden? Macht das überhaupt Sinn? Und die Sinnfrage sollte immer so aussehen, dass es Sinn macht für mich und für andere. Und das gibt uns, diese Atempause gibt uns dafür Zeit zu überlegen, macht es Sinn, das, was ich in dieser Idee kreiert habe, auch wirklich im Ausatmen umzusetzen. Das Ausatmen ist dann das Umsetzen. Das Ausatmen ist der Yang-Zugang. Ich bringe etwas in die Welt, ich stelle etwas hinein. Es wird sichtbar. Ja, so könnt ihr euch ein bisschen diese Übung vorstellen. Und ihr könnt sie auch so anwenden jetzt zu Hause, dass ihr wirklich bewusst einatmet, dann, das ist meine Idee, das wäre schön hineinzustellen in die Welt jetzt. Und dann habt ihr die Pause, überlegt, ist es gut, ist es sinnvoll für mich und andere? Wenn es nicht sinnvoll für mich und andere ist, dann lasst ihr im Ausatmen die Idee zurückfließen in die Erde, zurück ins Universum. Wenn die Idee gut ist, dann manifestiert ihr sie im Ausatmen direkt. Ja, sie ist noch nicht sichtbar, wenn ich sie geistig manifestiere im Ausatmen, aber die Idee ist schon da und hat schon eine Form, sie ist nur noch nicht sichtbar. Nach der Übung, vielleicht legt ihr schon vorher einen Zettel hin, nach der Übung habt ihr vielleicht vieles, was ihr gerne aufschreiben möchtet, weil ihr es in die Welt stellen möchtet. Ich wünsche euch bei der Übung viel Freude und vor allem auch dann beim Umsetzen nachher. Ich gehe in die Stille, ich schließe die Augen und beginne mit einem langen Ausatmen. 1, 2, 3, 4. Dann halte ich den Atem an. Zähle weiter.